Alexa, willkommen beim Helene Beach Festival 2014. Wie geht es dir? Freust du dich, dabei zu sein? Ja, ich bin total froh, hier dabei zu sein und vor allen Dingen auf der Mainstage heute zu spielen. Unter anderem spielen ja auch, oder haben ja auch Crow heute performt und jetzt darf ich heute das Closing-Set spielen, was, glaube ich, letztes Jahr der Sven Veth gemacht hat. Das ist natürlich schon eine große Ehre, natürlich für mich, kleinen DJ. Ist das für dich was Neues, direkt am See irgendwie so ein Set oder also zu musizieren? Ehrlich gesagt war ich noch gar nicht hier auf der Mainstage, da ich erst vor uns angekommen bin, aber die Location an sich, also das, was ich jetzt hier gesehen habe, sieht schon super aus. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen, wenn ich natürlich jetzt auf die Mainstage gehe und einen Haufen Leute davor sehe, was ich, wovon ich jetzt ausgehe, weil man hört es ja von hier noch. Ja, kann das dann schon sein, dass da mein Herz da ein bisschen mehr rast. Wie sieht es in eigenen Sachen aus? Machst du irgendwelche Tracks? Kommt da irgendwas in demnächst? Ja, na klar, also ich produziere nun seit 2 Jahren und angefangen hat halt damals alles so diese, gab ja diese Edits, Bootlegs damals, davon bin ich jetzt aber komplett weg, mache ich vielleicht noch ein paar privat, stelle es aber einfach nicht mehr online, habe mich einfach auf eigene Sachen konzentriert, was sehr gut geklappt hat mit meiner ersten EP, die dann richtig gut verkauft wurde, selbst dann im Eintracks lief sogar im Radio. Und jetzt ist der Punkt angelangt, dass ich viel gearbeitet habe. Und jetzt demnächst oder als nächstes soll eigentlich jetzt mein Album kommen. Also Anfang 2015 ist der Plan. Früher war es ja eher ein Hobby, ja, du warst wegen deiner Sets bekannt und jetzt verdienst du ja mehr und mehr eigentlich deinen Unterhalt damit. Kannst du das irgendwie beschreiben? Ist das so eine Art Traum, der wahr wird, oder ist es eher, dass du nicht drüber nachdenkst und es einfach machst? Klar ist am Ende mein Hobby nun zum Beruf geworden, ja. Trotzdem sehe ich das immer noch als Hobby an. Ja. Die Arbeit ist im Prinzip jetzt eigentlich nur das Reisen, das ist halt die Arbeit, das sich so müde macht. Ja. Ne? Aber sobald ich hier oben auf der Bühne stehe, ist alles vergessen. Ich bin wach, ich bin da, ich sehe die Leute, die feiern und... Aber das ist das beste Zeichen, oder? Dass, ja, wenn man was macht und es nicht als Arbeit sieht. Also. So, ich bin der Letzte, der irgendwas wegen Geld jetzt machen würde. Ja. Ne? Also Hobby bleibt Hobby. Hast du irgendwelche Ziele oder Vorbilder, wo du ungefähr hin möchtest? Ja? Oder denkst du darüber noch nicht so viel nach? Mein Vorbild ist natürlich so wie Marek Hemmann, Fritz Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner. Einfach mit eigener Musik, mit einem eigenen Album, seine eigene Musik auf einem eigenen Konzert mal irgendwann zu spielen. Ne? Die Leute kommen nur wegen dir, die kommen nur wegen deiner Musik. Ja. Und das 2-3 Stunden zu präsentieren, das ist natürlich irgendwann mal mein Ziel oder mein Traum. Ich könnte mir vorstellen, wenn man öfter jetzt immer nur auflegt, kommt es ein bisschen zu kurz, sich das auch mal andere Künstler sich anzugucken. Mittlerweile, dadurch, dass ich jedes Wochenende unterwegs bin, fehlt mir einfach manchmal die Kraft oder die Zeit oder die Lust, privat wegzugehen. Weil meistens hörst du ja dann trotzdem immer wieder die gleiche Musik, die ich jedes Wochenende irgendwo höre. Wie letzte Woche auf dem Tomorrowland. Hat Paul Kalkbrenner 2 Stunden nach mir gespielt, da gehe ich nochmal hin. Auch wenn ich schon 5-mal beim Paul war und er halt immer wieder seinen Set da spielt, es ist immer wieder ein einmaliges Erlebnis für mich. Yeah. Und da, wenn ich eh auf dem Festival bin, dann höre ich mir das sehr gerne an. Wie lässt du dich inspirieren? Wie sieht es aus? Das ist, ja, ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Also ein Album ist ein hartes Stück Arbeit und irgendwann kam der Punkt, das war ungefähr vor einem Vierteljahr, wo so wie so eine Blockade bei mir war, wo ich einfach keine Ideen mehr zu dem Zeitpunkt hatte und dachte mir so, gut, dass ich jetzt erstmal 2 Wochen in Urlaub fliege, das war halt das Gute dran. Und war dann einfach 14 Tage lang, lag ich am Strand, die Sonne schien und da habe ich so viele neue Inspirationen gesammelt, habe meinen Laptop sogar da mitgenommen und habe da sogar einen komplett neuen Track nur dort produziert. Und ich bin nach Hause gekommen und dann ging das wieder fatzi-fatzi. Und ja, die Gefühle kommen dann halt, das ist so wetterbedingt, ne? Wenn ich jetzt im Regen produziere, dann produzierst du halt anders, als wenn die Sonne draußen scheint. Ist doch ganz normal. Okay. Also bist du eigentlich immer das Produkt deines Umfeldes? Ich lasse, ja, einfach so, wie ich mich gerade fühle, geht das drauf los und bis jetzt, ja genau, und bis jetzt kommt das sehr gut an und klappt ganz gut. Und aber das ist auch super, so eine Bestätigung. In diesem Sinne, als Closing-Set oder wie man das nennen darf, wünsche ich dir viel Glück, ja? Oder viel Erfolg, viel Glück. Viel Spaß. Mit Glück hat es nichts zu tun, ja. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Super. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist.
Ich würde einfach mal sagen, tschüssi. Ciao. Ja, und ahoi oder irgendwie so. Ahoi, ja, wir trinken jetzt noch einen, ne? Ja, genau. We can sing, we can make time.
Question your very thinking. But if you question your very thinking, then you have to.